Guten Tag, hallihallo und willkommen zurück zu Battlefield 1. Wir spielen mit der Martini Henry und ich sehe... Verdammter Mist, ich habe den Skin nicht ausgewählt, den ich letztes Mal bekommen habe. Wieso nicht, wieso nicht, wieso nicht? Ich spiele diese Waffe nur, weil ich den Skin bekommen habe. Ja, Skinboy ist am Start. Ich will die goldene Martini Henry haben hier. Die wunderhübsche. Und zack, pam, in den Brustkorb. Und jetzt kommt bitte noch der Finish. Danke, irgendwer hat mich gerettet. Wer auch immer das war, ich bedanke mich, ich bedanke mich. Wir spielen Rush, wir spielen die Verteidiger, deswegen sind wir auch der Sniper hier. Und machen, pam, schon wieder in den Brustkorb, aber schon wieder kein Kill. Ach, wie soll ich denn hier 300 Kills machen mit der Martini Henry? Mann, wie, oh mein Güte, da kommt ja ein Panzer, Mensch. Wo haben die denn den her? Als Angreifer ganz schön unverdient. Nein, natürlich nicht. Oh. Ja, ich hab den doch voll mit meiner Flare erwischt, oder? Oh, der hat seinen Kumpel geholt. Das ist ja feige. Naja, jetzt kann ich endlich mal meine schönere Variante auspacken. Ich hab den doch aber voll mit der Flare erwischt, sag mal. Fangen die da nicht an zu brennen? Hat er sich irgendwie gelöscht so schnell? So, wo ist es denn? Da. Oh, wunderbar, oder? Schön edel, Gold mit Schwarz. Sieht immer gut aus. Irgendwie allgemein, diese Kombination Gelb mit Schwarz sieht immer brillant aus. Wenn wir uns hier nur noch ein Opfer suchen. Aber wir müssen ein bisschen näher ran und wir müssen versuchen, A wieder zu retten. Leider nein. So, wir werden erstmal ein bisschen alles mit unseren schönen Rennfackeln markieren hier. Martini Henry kann durchaus gefährlich im Nahkampf sein, allerdings auch nicht sehr gefährlich. Besonders nicht, wenn man so ein Versager ist wie ich. Da werfen wir eine Granate rein, denn da sind unfassbar viele drin. Sehen wir auf der Minimap und babam, babam, babam. Die Frage, kommt hier einer? Wir laden erstmal nach. Ne, wir müssen ja verteidigen, verdammt. Was? Ich sehe den nicht mal. Ich sehe den nicht mal. Ich sehe ihn nicht. Ich habe so Angst. Wenn jetzt einer in meine Falle tappt, bin ich auch voll am Arsch. Das ist auch noch ein Wachsoldat. Das ist ich ab. Nein! Der wäre so safe tot gewesen, wäre das Normalo. Ich habe nicht drauf geachtet, weil das so brennt war. Mist! Was macht der jetzt? Guckt er sich meine Waffe an? Das finde ich schon ganz schön cool, wenn er sich jetzt gerade meine Waffe angeguckt hat. Wenn er so gedacht hat, boah, krass. Die goldene, frische Waffe, wem gehört die denn da? Aber Mann, jetzt ernsthaft. Ich habe den nicht entdeckt als Wachsoldat. Ich habe echt gedacht, das wäre ein Normalo. Und dann wäre das voll der gute Move gewesen da von mir. Mit dem Snipeschuss und dem danach draufhämmern. Aber da war es leider schon vorbei. Das ist immer wieder der Wachsoldat, den ich hier finde gerade. Da schießt einer auf mich oder auf irgendwen in meiner Gegend. Deswegen verstecken wir uns erstmal ganz kurz. So. Flare geht raus. Und noch eine Flare geht raus. Und irgendwie kann ich dieses komische Feuerdings hier nicht so wirklich ganz gut gebrauchen. Egal, ich leg's einfach mal da so hin. Vielleicht kommt da ja mal irgendwann mal einer lang, den das dann erwischt. Wenn nicht, ist ja auch nicht so schlimm. Da ist einer. Wachposten gesichtet. Wachposten, Wachposten, Wachposten. Naja gut, ich sollte nicht auf volle Distanz gehen, weil da habe ich einfach einen Nachteil. Und da sehe ich gerade irgendwie... Andiamo, sagt hier einer. Andiamo, Andiamo. Die Italiener sind hier wieder am Stürmen. Das sah ja komisch aus gerade irgendwie bei mir. Naja. Wo hat denn der Andiamo gerufen, sag mal? Ich laufe hier so offen rum. Wir nähern uns hier langsam, aber beständig den Feinden. Das kann nur gut werden. Da sitzt einer. Ein Speer. Seht ihn? Fucking fuck, 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 fuck. Zum Glück ist der stehen geblieben. Ich weiß nicht, was er da getrieben hat. Der hätte einfach kurz in Deckung gehen können und dann wäre es gewesen für mich. Der Feind hat einen Sprengsatz an Einsatzziel Bertha. Die Vögel verraten mich. Einfach hier hoch den Berg. Warum halte ich an? Warum halte ich an? Warum halte ich an? Warum halte ich an? Irgendwo müssen doch hier mehr Gegner sein. Wie der da. Feindlicher Speer gesichtet. Dann laufen wir jetzt hinterher. Wir brauchen die Kills mit der Martini Henry. Ganz, ganz dringend. Deswegen schießen wir erstmal mal. Danke für den Spawn-Dice. Der denkt, es schießt halt ein Normalo auf ihn und nicht irgendwie einer aus dem Nahkampf, glaube ich. Ich dachte halt, ich bin mir ziemlich sicher, der dachte irgendwie, das wäre jetzt so ein Medic, der ihn die ganze Zeit trifft. Und der hat sich schon so gewundert, kann er mich denn immer noch weiter treffen? Alter, was für ein steilen Berg wir hochlaufen, Mann. Wir haben Muskeln aus Stahl.
Oberschenkelmuskeln aus Stahl. So, schnell, schnell, schnell. Ich wundere mich die ganze Zeit, dass ich noch nicht besniped werde. Sind wir hier wirklich einmal den ganzen Berg hochgelatscht? So, irgendwie habe ich hier gerade so ein Unsichtbarkeits-Hack oder so. Das kann doch nicht angehen. Hilfe zählt als Kill. Bringt mir nicht viel. Aber auch nicht wenig. Ich brauche halt wirklich die Kills für die verbesserte Variante dieser Waffe. Die will ich jetzt umso mehr haben, denn... Ach komm schon, das war doch wohl ein Treffer. Also so ein richtiger Treffer. Ach, und schon wieder 81. 81, 80, 84, 85. Das ist doch scheiße. Ich brauche die Kills, denn ich will die verbesserte Variante davon haben. 300 brauchen wir dafür. Ich glaube, ich habe 70 ungefähr. Wir können ja mal ganz kurz reinschauen hier in den Fortschritt 32 und 90. Das kann dauern. Das kann echt dauern. Ihr seht ja, wie oft ich hier treffe. Ich treffe gar nicht so selten. Meine Quote ist diesmal wirklich, wirklich nicht schlecht. Allerdings muss ich halt zugeben, die Quote bringt mir nicht viel, wenn... Oh, der hat mich sowas von im Blick, der Kerl. Wenn ich denn... Ah, aber er schießt doch irgendwie nie. Der guckt mich immer nur so an, so ganz bedrohlich. Jetzt mach ich mal hier hoch. Den habe ich jetzt überhaupt nicht gesehen gerade, den Gegner. Irgendwann treffe ich schon. 24 Schuss haben wir noch danach. Kann nur besser werden. Da war er. Na, jetzt treffe ich gar nichts mehr. Ist da ein Gegner drin? Ja, da ist ein Gegner drin. Verdammter Mist. Dass der jetzt nicht getroffen hat, das wundert mich jetzt wirklich. Na also. Ja, das wird's gewesen sein. Dich wird's gewesen sein. Das war mir klar. Ach, Mann, ich will halt auch eine richtige Sniper hier haben. Man will doch mit dem Sniper wirklich ranzoomen, man will Kopfschüsse geben und will ja nicht irgendwie so... Habe ich jetzt einen Lag oder was? Nächste Runde. Oh, was, ich werde rausgekickt. Na gut, dann machen wir den Cut und spielen gleich weiter in der nächsten Runde. Bis gleich. So, weiter geht's. Nach einem leider so nicht so tollen Abbruch der Lobby spielen wir jetzt hier weiter. Und es ist wunderbar, nicht verbuggt. Das Tor ist safe, nicht unten. Naja. Die Bugs häufen sich. Ich hoffe mal, das liegt jetzt wirklich daran, dass ich nachgejoint bin hier. Wir sind total am Verlieren auf dieser Map, die ja so wunderbar ist, wie sie nicht hätte sein können. Wunderbarer geht ja kaum. Ich hasse sie. Das ist meine absolute Hass-Map. Wunderbar optisch, totaler Mist spielerisch. Na geil. Geiler Spawn dabei, mein Teammate. Wenn da direkt links neben mir direkt einer ist. Super einfach, nur super. Jetzt holt er noch andere weg da, oder was? Es ist schrecklich, dieses Gecampe hier auf und in den Häusern und bei den Häusern und bei diesem blöden Triumphbogen, nenne ich ihn jetzt einfach mal. Wunderschön, wirklich optisch gesehen, aber spielerisch der letzte Dreck. Hier hat einer geschossen aus der Richtung. Den hat er schon. Da habe ich aber Glück gehabt. So, das legen wir einfach mal dahin, weil wir es können. So, Martini Henry wird natürlich weitergespielt. Schade, dass es eben abgebrochen hat. Hatte Spaß gemacht bis dato. Aber irgendwie wurde ich einfach rausgeschmissen. Ohne wirklich Sinn und Verstand. Hatte ich auch noch nie. Aber es war so ein schöner Anfang, habe ich mir gedacht. Dann mache ich einfach weiter. Ah! Hätte der jetzt nicht gesessen, der Schuss. Oh, habe ich mir... Ich habe schon gedacht, ich sterbe jeden Moment. Komm, 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 komm. Ein paar Kills machen hier. Ein paar Kills machen und so. Oh, oh. Den hat er? Den hat er. Ah, ich habe keinen Schuss mehr. Ganz ruhig bleiben. Ganz ruhig bleiben. Nachladen, nachladen, nachladen. Zoomen. Wo habe ich meine Feuerbombe nochmal hingelegt gehabt? Alter, sieht man die Minimap, Mann. Ist nicht mehr normal, was da so auf uns zukommt. Hinlegen. Nein! Wie konnte ich den nicht treffen? Wie konnte ich? Ach, 4 Meter, 3 Meter, 2 Meter und belebt. Sehr schön. Einfach schnell in Deckung. Und da ist einer drin. Nein! Nein! Oh, jetzt hämmert er mir. Oh, 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 oh. Den hätte ich eh nicht gewone-shottet mit meinem Schlagdings. Was habe ich denn überhaupt? Die Axt. Ich glaube, die macht 65 Schaden. 60 Schaden. Irgendwie sowas umdreht. Der hatte noch 75. Den hätte ich damit sicherlich nicht gewone-shottet. Deswegen... Hätte mir das rein gar nichts gebracht. So, hier sichern wir uns mal ganz kurz ab. Ein bisschen Ruhe reinbringen. Ist manchmal gar nicht schlecht. Ich wurde hier irgendwo beschossen, kann das sein?
höre doch unter mir welche langlaufen, oder? Ja, nicht nur neben mir, auch überall. Und überhaupt. Fuck, fuck, fuck. Stürmt der? Der stürmt nicht, der wartet. Jawoll! Jawoll! So sieht's aus. Da ist jetzt noch einer, den schnapp ich mir auch. Neues Selbstbewusstsein und... Oh, verdammt, ich wurde voll erwischt. Selbstbewusstsein ist gone. Wir verstecken uns wieder. Alter, was ist denn hier los, Mann? Warum ist denn das hier alles auf diesem einen kleinen Punkt hier? Die Hälfte ist geschafft. Weiter so. Hier kann man auch nirgendwo so richtig geil durchgucken. Der ist mal endlich schön stehen geblieben. Den konnte ich mal richtig schön absnipen. Gar nicht mal so ein Reaction-Shot, sondern wirklich den richtigen... richtig schönen langen Scope draufziehen und ganz genau wissen, dass gleich der Kopf weg ist bei ihm. Das war ja mal schön. Oh, hier hat man so einen blöden Überblendungskack. Nice, der hat ja auch wieder, ist wieder stehen geblieben, der eine. So, da unten ist einer, den schnappe ich mir nicht, weil ich von irgendwo gesniped werde. Da, das sieht man so schlecht. Ja, die haben halt alle einen Vorteil, die können richtig rauszoomen, die sehen da hinten wirklich... Aha, wenn sie einmal über die Fensterfront gehen, da ist einer im Fenster, da ist einer im Fenster. Ich sehe da nicht wirklich was, ich sehe halt wirklich nur so vermutende Gestalten. Wenn da mal einer lang moved, ne, das will ich auch nicht wagen. Deswegen, ich weiß nicht so wirklich. Die Martini Henry war früher mal so schön, als die wirklich One-Shot war. Also wirklich mit diesem 100%igen One-Shot. Jetzt mittlerweile ist ja wirklich sehr, sehr... Also ich finde es echt nicht so toll. MG, seid vorsichtig! Finde es echt nicht so toll. Da ist ein Speer! Ja, der macht das schlau, der moved immer. Oh! Shit, Feuer, Feuer, Feuer. Komm, komm, komm. Ja, ja, ja. Oh mein Gott, bitte hört doch auf, hier Granaten reinzuwerfen. Ah. Ah, ja, das war blöd. Ich mag das auch nicht. Warum ist denn da mein Teammate gespawnt, Mann? Nervig sowas. Da will man da hier den Lonely Wolf Sniper machen und... Oh, der ist im Kreis, oder? Ja, das ist sogar ein Tod. Will man hier den Lonely Wolf Sniper machen und der versaut's einem. Das treffen wir den natürlich, aber töten ihn nicht. Ja, komm nochmal zurück. Sehr gut. Und der spawnt bei einem und schießt da... Oh mein Gott, schießt da rum. Der hätte ich niemals treffen dürfen. Ich war total unterdrückt. Ich war mir 100% sicher, dass ich da tot bin eigentlich. Aufpassen, im Speer! Schüsse sitzen wieder, die Schüsse sitzen, aber... Jawohl, sehr gut. Das ist auch viel besser, wenn ihn jemand anders one-shottet, denn man sieht links, hat man es gerade schön gesehen, das zählt für mich bei dem Fortschritt. Während die Kills, die ich danach selber machen muss mit der Pistole, die zählen natürlich nicht. Da ist ein Double-Kill, jawohl, da fliegen die Leute nur noch so. So, wir spielen offensiv, wir spielen offensiv, hier war einer. Perfekt, genauso hatte ich es mir in meinem Bild vorgestellt, in meinem Kopf. So richtig so, ja Mann, jetzt springst du noch mit der Pistole um die Ecke, hast schon den Double Kill geholt. Denkst du jetzt so, geil Mann, push dann nochmal mit 10 HP raus. Du machst hier den überkrassen, aber nee. Im Endeffekt ist es so gelaufen, wie es laufen musste. Da sitzt einer. Warten, warten, warten und hoch. Ah, ich habe gedacht, der stirbt eventuell nicht direkt. Oh mein Gott, ja, habe ich das gut gemacht oder habe ich das gut... Oh, hahaha. Jawohl, jawohl, jawohl. Da saß noch einer, den hätte ich auch noch kriegen können, irgendwie. Aber ich habe es schon sehr, sehr gut gespielt. 18 zu 6. 18 zu 7. Ich bin super zufrieden mit meiner Leistung. Wir gewinnen das sogar noch. Wer hätte denn das erwartet? Hier war doch einer, der hat mich doch eben gerade getötet. Oder war der oben? Der war oben. Ich höre hier ein, das ist mein Teammate. Haben wir jetzt mit Bande. Jetzt mit Bande und... Nein. Ich wette, der wartet da. Ich wette, der wartet da. Ich wette, der wartet da. Unten war auch einer. Ah, so richtig eklig. So richtig, richtig eklig, Mann. Ach, das sind diese Leute, die... Na, das... Nee. 23-3, aber das hast du dir nicht verdient. Das hast du dir wirklich nicht zusammen verdient. Das ist einfach nur eklige Spielweise. So überhaupt null Bewegung im Spiel. Gar nichts. Hauptsache, man sitzt da auf diesem blöden Außenring, wo man sich sowas von lächerlich reincampen kann, weil es nur zwei Aufgänge gibt, die man auch noch perfekt mit solchen Bomben abdecken kann. Einfach nur noch widerlich. Egal. Wir haben gewonnen. Der hat es auch nicht mehr reißen können, trotz seinen 23-3. Der eklige Camperboy.
Da ist er sogar, oder? Das war doch einer aus dem Clan, ich glaube. Sogar die Gegner, oder? Waren das die Gegner, die jetzt als bester Trupp dargestellt waren? Können wir doch hier sehen, oder? Punktestand waren wir. Ja, ja, ja. Die Gegner hatten einen besseren Trupp, aber pff. Soll's, trotzdem verloren. Zu Recht, wie ich finde, wenn man da so richtig mies ranzig rumcampt, da oben. Nee, 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 nee. So, wir machen natürlich wieder mal eine Kiste auf. Beim letzten Mal wurde mir einfach eine weggenommen. Diesmal hoffentlich nicht. Nee, das Blaue ist sogar sehr, sehr cool. Und wir kriegen... Was ist denn das für eine Albino-Variante, Mann? Da haben sie einfach alles rausgenommen. Hier noch so ein bisschen Dreck hingeschmiert. Naja. Sieht super hässlich aus, habe ich bereits. Verschrotten wir natürlich. Das war's auf jeden Fall mit der Folge von Battlefield 1. Wir sehen uns beim nächsten Mal hoffentlich wieder. Ich hoffe, es hat gefallen. Bis dann und tschüss.